Hallo Freunde, willkommen zurück zu Anno. Turnier ist abgehalten worden, einigermaßen viele Bürger. Ich nehme an, das gab auch ein bisschen Ruhm. Habe ich nur leider verpasst. Wir sind hier, weil wir mal wieder Rohstoffe brauchen. Bauauftrag sind zwei Landungsstege als nächstes. Einen in Aschgabat und einen hier oben in Pandora. Einfach weil in den Häfen derzeit einfach zu viel los ist. Ich habe zu viele eigene Handelsrouten. Dann kommen noch die NSCs dazu. Das wird sonst ein bisschen knapp mit den Liegezeiten. Wenn die Schiffe mehr warten, als dass sie unterwegs sind, ist das schlecht. Wir schicken das mal hier hoch. Dann kriegen wir da einiges gebaut. Okay, wir haben wieder jede Menge Bürger, die aufsteigen wollen. Ich würde sagen, das nutzen wir auch mal direkt. Wir brauchen schließlich noch einige Patrizier. Die Bücher müssen demnächst kommen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Und ansonsten geht es dann nur noch um Kirche und Schuldturm. Wie gesagt, Bücher kommen, Kirche, Schuldturm und dann wollen die schon adlig werden. Und dafür brauche ich dann nur das bisschen Glas, das wir auch schon produzieren. 12, da könnte fast schon eine Kirche drin sein. So, lass mal gucken. Landungssteg war, glaube ich, hier. Jawohl, ja. Einfach frei schwimmt. Nicht schlecht. Können von allen Seiten die Schiffe dran. Sollen sie doch. Moment, Moment, das Ding hier. Das funktioniert. Das ist ja quasi eine Frachtinsel. Ich habe keine Ahnung, wie die dann mit der Fracht in den Hafen kommen. Meinetwegen per Ruderboot oder Tunnel oder so. Solange ich es nicht bauen muss, passt mir das. Das könnten wir hier eigentlich auch probieren. Ja, Rohstoffe haben wir eigentlich reichlich. Hätte ich gar kein Schiff schicken brauchen. Ach. Und jetzt willst du. Na, das war ja klar. Machen wir so. Wird sofort angenommen. Na also. Das ist interessant. Wenn man da keine Keimauern hat, kann man eine Insel draus machen. Das ist schick. Und so groß wie das ist, könnten wir möglicherweise immer noch schützende Mauern drumherum machen. Teuflisch gute Bilanz. Verdammt, schon wieder versaut. Läuft. Kommt auch langsam in Schwung. Na also. Was bringst du? Mehr Most. Warum nicht? Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Du machst jetzt wirklich wegen 1% so einen Aufriss, oder? Lass mal gucken. Wie viel haben wir denn hier auf Lager? Nochmal eine Menge. Und da kommt Ulysses auf der Leinenroute und holt Neues. Und macht das Lager hier gleich wieder leer. Und warum auch nicht? Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das dann beim Imperator-Szenario wird. Kommt zum Erliegen. Ich glaube nicht, dass ich dann so entspannt spielen kann mit so großflächigen Sachen. Ich denke, da muss ich erstmal am Anfang mit weniger auskommen, ein paar Kriegsschiffe bauen und der KI wirklich den Hintern aufreißen. Oh,
Offer-Trading. Nicht schlecht. Ja, Steam informiert einen regelmäßig über Dinge, die man auf der Wunschliste hat und so weiter und so fort. Und wenn sich dann einem Spiel irgendwas ändert und es gibt da Neuigkeiten, dann posaunt es das einem regelrecht ins Gesicht und sagt, hier, mach mal. Ja, im Moment relativ friedlich mal wieder. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist halt auch wenig zu tun. Ich habe jetzt schon einige Bettler abgewiesen, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal was besetzen. Aber haben die auch kein gehobenes Interesse dran. Und in dem Szenario gibt es weder Korsaren noch Computergegner noch sonst irgendwas. Das ist wirklich totale Entspannung. So, jede Menge Bauern, die wollen immer noch Bürger werden. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. Bürger zahlen mehr Steuern. Warum also nicht? Das war's schon. Ah, da wollen jetzt einige zu Patriziern werden. Das machen wir auch direkt. Lokrati in jeglicher Hinsicht. Garibaldi, mein Freund. Da haben wir es ja wieder. So weit, so gut. Dann müsste ja diese Reihe auch noch aufgewertet werden. Und hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar drin. Ja, ihr seid zu weit weg von den Schenken. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Mit einem Schiff fahren, das kriege ich hin. Dann fahren wir mal. Könnten wir mit dem machen. Das ist näher dran. Geht schneller. Dann lassen wir das erstmal wieder hier. Leinenkutten sehen wieder gut aus. Und Ulysses ist schon wieder auf dem Rückweg. Wie sieht es inzwischen hier aus? Kann man sich nicht beschweren. Beschwert sich auch keiner. Super. Oh, jetzt habe ich doch eine Aufgabe für das Schiff. Wir haben inzwischen relativ viel Glas. Ich will jetzt mal die erste Kirche hier reinbauen oder den Schuldturm, damit wir hier langsam mal die Patrizier auf Turm kriegen. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Ja, das war ja sau schwer, also. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheit. Kann ich hierbei auf euch sehen? Ja. Wir bringen einen Bericht. Damals war die Post noch nicht erfunden, da hat man eine Menge Ruhm demjenigen gegeben, der dann tatsächlich einen Bericht die Details transportiert bleiben besser hat. Unter uns. Okay, sobald das Schiff hier ankommt, wird noch ein bisschen dauern, ist nicht das schnellste Schiff, aber sobald wir dann mit dem Glas hier in der Gegend sind, geht's los. Wie viel brauchen wir denn? 25, genau so viel haben wir. Passt hier eigentlich ganz gut. Da fehlt Werkzeug, aber wir haben an Bord des Schiffs noch jede Menge Werkzeug. Wie groß ist denn da der Radius? Ja, das langt locker. Ja, also Schulturm will ich hierher machen. Die Kirche sollte dann dahin. Beziehungsweise, wir könnten die Kirche hier hin machen und dann den Schulturm daneben. Dann muss ich nur etwas weniger abreißen. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Immer. Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung.
Yay, ein kleines Kriegsschiff. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das hier benutzen soll, aber wir haben eins. Ich kann das nicht mal verkaufen. Es gibt hier keinen Korsaren, dem ich das andrehen kann. Das heißt, ich habe jetzt einfach ein totes Schiff, das 30 braucht. Oh, gibt's ja überhaupt nicht. Naja, irgendwann werden die mit dem Auftrag um die Ecke kommen, dass ich was eskortieren soll oder ein flüchtendes Schiff versenken oder sonst irgendwas. Und dann wird's vielleicht mal nützlich. So, das Glas nehmen wir mit. Ich glaube, wir bauen als erstes die Kirche und dann erst den Schuldturm. Geben wir den Leuten in der Kirche Zeit, sich den Aufenthaltsort im Schuldturm zu verdienen. Ansonsten habe ich ja noch jede Menge Bauern, die Bürger werden wollen. Ich muss allerdings ein bisschen aufpassen. Bauern brauchen keine Leinenkleidung. Die Bürger schon. Und die wollen alle zu Patriziern aufsteigen. Und das ist mir ein bisschen viel. Was er wollte. Läuft. Wo verkaufe ich Leinenkutten? Das gefällt mir nicht. Nö. Dann muss es hier sein. Ja, da liegt er im Hafen. Das lassen wir erstmal. Okay. Wir reißen das und das ab. Jetzt sind die Leute erstmal stinkig. Und jetzt geht's ihnen wieder gut. Zu 70% erfüllt. Naja, ich glaube nicht, dass das reicht. Sehr gut erfüllt. Wir werden sehen, ob das dann hinkommt. Was machen unsere Bücher? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 22 auf Lager. Das ist voll. Hier haben wir nichts. Das ist nicht in Ordnung. Wahrscheinlich. Einer der Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wahrscheinlich sind die Bücher aufgebraucht, bis das Schiff hier wieder zurückkommt. Die Strecke ist zu lang. Und es könnte sein, dass wir inzwischen zu viele Patrizier haben für zwei Buchdruckereien. Wir haben inzwischen 2487. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die richtige 7 drücke. 2 Buchdruckereien zu 66%. Okay. Dann gehe ich davon aus, dass das noch reichen müsste. Naja, das läuft noch nicht so lange an. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Als nächstes könnten wir uns auf den Schuldturm konzentrieren. Wir haben hier noch 7 Glas. Das macht 11 Glas. Wir brauchen 24 und ein bisschen Werkzeug. Aber... das sollte kein Problem sein. Und da macht sich der doch richtig gut. Ja, und dann müssen wir effektiv nur vielleicht einen halben Block oder so. Oder vielleicht einen Block. Adlige. Und dann sind wir schon fertig. Das wäre dann ein sehr schnelles Ende für das Szenario. Das ist auch... einfach, ganz klar. Schwierigkeitsgrad ist ja auch einfach. Soll ja auch so sein. Wir können uns die Zeit ein bisschen
vertreiben, indem wir noch ein paar Bauern zu Bürgern aufsteigen lassen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen zusätzliche Patrizier erschaffe. Wobei die wahrscheinlich auch in Ordnung wären mit den Büchern und dem Bier und dem Brot und so weiter. Ich will nur nicht zusätzliche Schultürme und Kirchen bauen müssen. Ansonsten würde das alles funktionieren. Zehn Glas, ja, ein bisschen warten wir noch. Man könnte auch Glas zukaufen. Finanziell wäre das kein Problem. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wäre aber auch nicht so wirklich die Lösung. Wir brauchen ja auch noch jede Menge Glas, um dann die Patrizier zu Adligen aufzuwerten. Das sind, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Glas pro Gebäude. Das läppert sich. Beschleunigen wir die Zeit mal ein ganz kleines bisschen. Wir warten ja effektiv nur, dass wir genügend Ressourcen haben, damit es dann weitergeht. Bilanz sieht gut aus. Die Bürger strömen in unsere große Hauptstadt. Das läuft alles. Die Musik gibt einfach keine Ruhe. Meine Frau sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Da ist die Kirche. Aber wer will schon heilig gesprochen werden? Davon hat man eh nichts. Moin, dir fehlt? Kaffee. Kein Wunder, dass du reinguckst wie... Ja, 7 Tage Regen. So, wir haben ein bisschen beschleunigt. Da haben wir jede Menge Bücher. Wie sieht es hier drüben aus? Ulysses müsste irgendwo unterwegs sein. Ach, Ulysses. Wie heißt das? Hier, Achilles. Oh. Oh, Moment. Katastrophe. Katastrophe. Und zwar, wir haben Papier hier, dass wir in Ranzingen noch ganz brav ausladen. Ranzingen hat jede Menge Bücher, möchte ich wetten. Stimmt. Die haben jede Menge Bücher. Wo die Bücher fehlen, ist auf der Hauptstadt. Das wollte ich machen mit... Welcher Route noch gleich? Lederkleidung? Lederkleidung. Nehmen wir Bücher mit. Das ist natürlich besser. Dann haben wir da... Alles klar. Ich glaube, es war Lederkleidung. Alternativ? Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben auf der Insel nur die Papiergeschichte und Lederbekleidung. Ist also schon die richtige Route. Und hat jetzt auch schon Bücher dabei. Na also. Glas. Wir könnten mal gucken, dass wir hier noch einige Bücher abholen. Auf dem Rückweg das Glas einsammeln und dann sorgen wir erstmal für einen kleinen Bücherüberschuss hier, bis die Route sich dann einigermaßen stabilisiert hat. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum sich das nicht erfüllt. Na, da brauche ich mich nicht zu wundern. Wie sieht's aus? Haben wir Maximum erreicht? Wir haben Maximum erreicht. Wie sieht's bei den Bürgern aus? Ein
Da haben wir ebenfalls ein Maximum erreicht. Allerdings könnten wir noch einige Bauernhäuser aufwerten. Das machen wir. Wir haben das Werkzeug für den Schulturm ja bereits an Bord vom großen Handelsschiff. Von daher brauche ich mir hier erstmal kein Werkzeug aufzuheben dafür. Das sollte eigentlich alles hinhauen. Na also. Super. Da haben wir nochmal die extra Bücher. Wir haben überall nur sehr begrenzten Frachtraum, möchte ich sagen. Das können wir mal ein bisschen ausbauen hier. Mit aller Strecke reisen baue ich hier tatsächlich noch einen Landungssteg hin. Na, wollen wir es mal nicht übertreiben. Die Schiffe pendeln hier schon häufig genug. Ich denke, das haut hin. Ja. Läuft. So, hier haben wir 4 Glas. Hier haben wir 24. Das reicht schon für den Schulturm. Dann sind die Patrizierbedürfnisse ziemlich erfüllt. Besonders, wenn wir dann nochmal die extra Bücher mitbringen. Zusätzlich zu dem Glas. Allerdings reicht es dann noch nicht, dass wir die 2000 Adligen haben. Da brauchen wir dann natürlich noch viel, viel, viel mehr Glas. Lass mal gerade gucken, wie viele adligen Häuser brauchen wir denn für 2000? Das sind genau 50 Häuser, die voll besetzt sein müssen. Ich glaube, vollbesetzte Häuser schaffen wir nicht, weil ich mich nicht um die adligen Bedürfnisse kümmere. Rechnen wir also mal mit... Unser aller Bemühungen für diese Stadt tragen goldene Früchte. Ja, rechnen wir mal mit 25 Adligen. Wenn wir davon ausgehen, dass keiner zusätzlich einzieht. Irgendwo ist da ein Fehler drin. Entweder bei meinem Kopf rechnen oder... Ich tippe auf meinen Kopf rechnen. Okay, rechnen wir mal mit 80 adligen Häusern. Wenn da keiner zusätzlich einzieht. 80 adligen Häuser sind ungefähr 320 Glas. Das kriegen wir auf einen Schlag gar nicht hin. Da müsste ich wahnsinnig viel auf dem Schiff zwischenlagern. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Aber wir schauen einfach gleich mal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, Holz, wie immer, viel zu viel. Könnten wir eigentlich noch verkaufen zusätzlich. Warum nicht? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die wirklich Holz kaufen. Bietet eure gesamte Raffinesse auf und ihr seid dieser Aufgabe gewachsen. Vielleicht. Ach, diesmal mit Konkurrent. Naja, wir haben das schnelle Segel aufgezogen. Was soll schon schief gehen? Wunderbar, das Schiff schicken wir auch gleich. Moment. Gleich wieder zurück. Läuft. Das heißt, wir brauchen als nächstes jede Menge Glas. Da packen wir das Schiff so voll, wie wir können. Die Patrizier sind ausreichend glücklich, plus eins. Und selbst nur mit der Kirche reicht das. Super.
Na also. Jetzt bin ich gerade. Schickt uns nicht weg. Wie als wäre unser Los nicht schon schwer genug. Wo du ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Ihr werdet ja von mir hören. Eine gar vergnügliche Entwicklung. Finde ich auch. Wo ihr gerade von Los sprecht, macht euch los. Haut ab. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Okay, es wird langsam wieder ein bisschen eng mit der Kleidung. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Da sind wir nah genug dran. 3 Minuten noch. Aber das ist klar, wir haben inzwischen 3.500 Bürger. Und die brauchen dann natürlich mehr Kleidung als die Bauern vorher. Jetzt muss ich eigentlich langsam ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen zusätzliche Patrizier bastel. Ach ja, Werkzeug. Richtig, da war was. Ja, beim Großen und Ganzen läuft das so auf die Art ganz hervorragend. Ich bin mal gespannt, ob ich den Punkt im Imperator erreiche. Ich muss ja der einzige Spieler auf der Karte sein. Mein Ziel, das habe ich schon mal erklärt, ist so früh wie möglich die anderen Spieler auszuschalten. Und dann habe ich alle Zeit der Welt, allen Platz der Welt und kann mich so ausbreiten, wie ich das für richtig halte. Ich denke, sobald die KI ausgeschalten ist, hat man es geschafft. Die Frage ist nur, wie macht man das am schnellsten? Wäre das ein Echtzeitstrategiespiel, so wie, sagen wir, StarCraft, dann wäre die Lösung ein Rush. Das könnten wir eigentlich lassen hier. Ist ja trotzdem alles gut verbunden. Ich weiß nur leider nicht, wie man so einen Rush hier in Anno macht und ob das überhaupt funktioniert. Und was dafür dann die beste Strategie ist. Die Details bleiben besser unter uns. Er kauft hier so viel. Ne, das ist mein Schiff. Wo zum Teufel? Nö, hat hier gekauft. Besser, ihr belastet euch nicht mit dem Wissen um den Auftrag dieses Schiffs. Ich weiß, es steht dran, wo der kauft. Aber wenn man es einfach wegklickt und nicht liest, dann bringt es einem nichts, wenn es dort steht. Meine Frau sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Da frage ich mich doch glatt, wie viele Bauern können wir noch zu Bürgern aufwerten. Wir haben hier hinten natürlich so, in Anführungszeichen, die Slums, die sind immer noch euphorisch und alles, aber da fehlen halt Bedürfnisse, weil ich nicht überall Kapellen bauen will. Ich müsste hier oben noch mal eine reinziehen, aber euch darf man nicht unterschätzen. Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen. So, wo geht's hin? North Thingstar, los geht's. Wäre das ein Landrennen, würde ich sagen, ich lasse dich in meinem Staub zurück. So lasse ich dich in meiner Gischt zurück. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Boot gefällt mir. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich finde das ziemlich schade, dass man solche nicht auch bauen kann. Die Kleinhandelsschiffe sehen anders aus, nicht so schön dekoriert. Die Kriegsschiffe sind auch ganz anders und dieser hochinteressante Speicherbildschirm hier bedeutet mal wieder das Ende der heutigen Episode. Mal sehen, wie das morgen mit dem Glas aussieht. Ich werde es jetzt noch ein bisschen beschleunigt laufen lassen, bevor ich die nächste Aufnahme anfange. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur noch Glas, müssen dann hier
jede Menge Gebäude aufwerten und dann müsste das Szenario auch schon geschafft sein. Bis morgen, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.